Die einen lieben es, die anderen können oder wollen schon gar nicht mehr mitzählen, wie viele Teile von der Serie es eigentlich gibt. Die Rede ist von Dynasty Warriors für die PS2. Sieht man von den unzähligen Ablegern ab, ist nun der fünfte Teil an der Reihe. Wir haben uns für euch ins China des 2. Jahrhunderts begeben, unzählige Feinde zum Aufgeben überredet und natürlich jede Story-Sequenz stundenlang diskutiert und analysiert. Für alle, die noch nie was von dem Spiel gehört haben, auch wenn wir das fast nicht glauben können. Ihr wählt einen Helden aus, den ihr dann in unzähligen Schlachten steuert. Insgesamt gibt es 48 Charaktere, die sich alle unterscheiden. Abgesehen natürlich von der Handlung, besitzt jeder Kämpfer unterschiedliche Attribute, so ist der eine etwas kräftiger, während der andere schneller rennen kann. Vor jeder Schlacht müsst ihr aber erst einmal ein paar Vorbereitungen treffen. Ihr informiert euch über die Positionen der feindlichen Truppen, merkt euch wichtige Missionspunkte auf der Karte und wählt einen Leibwächter aus. Dieser steht euch dann die ganze Zeit über hilfreich zur Seite. Habt ihr alles abgehakt, kann es losgehen. Auf dem Schlachtfeld selbst gibt es nur eine Regel. Ihr müsst alles platt machen, was nicht zu euren eigenen Truppen gehört. Euch stehen mit jedem Charakter 3 Angriffe zur Verfügung. Mit Quadrat führt ihr eine schnelle Attacke aus, mit Dreieck wird es schon etwas heftiger, dauert dafür aber auch etwas länger. Mit jedem besiegten Gegner füllt sich die sogenannte Musu-Leiste unten links im Bild auf. Ist sie voll, dürft ihr mit Kreis einen Angriff vom Stapel lassen, der Aragorn oder Neo von Neid erblassen lassen dürfte. Kombos spielen ebenfalls eine große Rolle. Verbindet ihr die unterschiedlichen Angriffe miteinander, schnappt ihr euch ganze Feindhorten auf einmal. Steht zufällig auch noch euer Leibwächter in der Nähe, dessen Leiste auch aufgeladen ist, dürft ihr sogar eine Zweierattacke aktivieren, die noch mehr Schaden anrichtet. Im Gegensatz zu Dynasty Warriors 4 Empires seid ihr im fünften Teil wieder in einem Rutsch auf der Karte unterwegs. Das taktische Element des letzten Ablegers fällt somit flach. Überall auf der Karte rechts oben im Bildschirm seht ihr blinkende Punkte. Hier müsst ihr auf jeden Fall hin, um einen Brückenwächter aus dem Weg zu räumen oder um einen wichtigen Punkt einzunehmen. Habt ihr die Kontrolle übernommen, färbt sich der Punkt blau und ihr könnt weiterziehen. Im Grunde genommen hackt ihr einen Punkt auf der Karte nach dem anderen ab, bis er dem Obermotz des Levels gegenübersteht. Dynasty Warriors 5 mag von der Story her gesehen für Fans interessant sein. Hier geht es um historische Schicksale. Vom Spielablauf wird es aber schnell eintönig. Ihr schnetzelt, was die Klinge hergibt, wetzt zum nächsten Punkt auf der Karte und so weiter und so fort. Leider sind die Kämpfe relativ undynamisch. Bis auf hartnäckiges Knöpfehämmern wird nicht allzu viel von euch verlangt. Die Kamera könnt ihr leider nicht frei nachjustieren. Durch Druck auf den L1-Knopf wird sie hinter euch festgestellt, was aber auch nur dann geht, wenn ihr gerade nicht angegriffen werdet. So passiert es dann auch relativ oft, dass die Kämpfe schnell unübersichtlich werden und ihr nicht wisst, von wem ihr eigentlich angegriffen werdet. Habt ihr euch durch einige Schlachten gekämpft, dürft ihr diese im freien Modus nochmal wiederholen. Hier kann dann sogar ein zweiter Mitspieler teilnehmen. Leider besteht keine Möglichkeit für den zweiten Spieler, auf der gegnerischen Seite zu kämpfen. Ihr werdet an unterschiedlichen Punkten der Karte abgesetzt und arbeitet zusammen. Der Zwei-Spieler-Modus ist zwar schön und gut, er hat bloß ein klitzekleines Problemchen. Der Nebel erinnert mehr an einen Ausflug nach Silent Hill als an ein Schlachtfeld im alten China. Wer vom Story-Modus genug hat, darf sich gerne die Zeit mit ein paar Minispielen vertreiben. So könnt ihr euch unter anderem im Highscore verewigen, wenn ihr die meisten Feinde innerhalb eines Zeitlimits platt macht oder möglichst viele Gegner von einer Brücke drängt. Die Minispiele sind meiner Meinung nach echt eine witzige Angelegenheit und machen weit mehr Laune als der Hauptmodus, der aufgrund langwieriger Schlachten schnell öde wird. Insgesamt betrachtet ist Dynasty Warriors 5 wie auch seine Vorgänger ein interessantes Spiel, das sich durch seine Designeigenheiten einem großen Publikum verschließt. Wenn neben den Kämpfen noch etwas mehr zu tun wäre oder auch Strategie eine größere Rolle spielen würde, wäre definitiv eine höhere Wertung drin. So werden Fans auf jeden Fall wieder glücklich, alle anderen lassen auch den neuesten Teil wieder unbeachtet im Regal stehen. Ein Wort noch zur Präsentation. Grafisch ist das Spiel ja noch ganz nett, aber was die E-Gitarrenmucke im China-Setting alter Zeiten zu suchen hat, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben.